Hey Leute, willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Gut, hier gibt's noch eine Quest. Finde die Hexe auf eigene Faust oder befrage die Bewohner Mittelhains nach ihr. Ja, das machen wir. Aber erstmal will ich zum Rüstungsschmied. Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Mit der einhändigen, mit automatischer Kurbel versehenden Gabrielle hast du immer den ersten Schuss und das letzte Wort. Das ist wohl eine Armbrust. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Och, Leute, ich will es ja weiter versuchen mit Gewinn, aber irgendwie macht mich das ganz fertig. Ich habe noch kein Spiel gewonnen. Ich verliere jeden Mist. Reines Silber, okay. Ein rostiger Hammerkopf, was soll ich damit? Eine skellige Gambeson. Ist gar nicht mal so schlecht, das Teil, hä? Huh? Edwin Greloffs erste Karte und Edwin Greloffs zweite Karte. Kaufe ich mir beide mal. Wir haben ja schon gemerkt, diese Schatzsuche, die könnte was bringen. Jägerstiefel, Jägerhandschuhe. Nee, das ist... Nee. Schlechter. Alles schlechter wahrscheinlich. Yep. Alles schlechter als meins. Gut, dann zeig mal, was hast du denn handwerklich drauf. Ja, ist zu niedrig. Das habe ich mir schon gedacht. Aha. Ein Speaker-Gurk. Aketon. Ich glaube, das baue ich mir, weil ich bin bald Stufe 5. Ding. Kostet nur 60, das geht noch. Ah, das hier könnte ich sogar schon tragen, aber das ist Quatsch, weil ich gleich was viel Besseres habe. Oh, das hier, ne? Stufe 14. Eine zitarische Kavaliersrüstung. Eieieiei. Stahlblech? Warum sollte ich mir Stahlblech bauen? Bauen lassen. Nee, das lassen wir so. Ein Level noch. Ach komm, ich gebe ihm nochmal eine Chance, diesen blöden Kartenspiel. Willst du nicht ein kleines Päuschen machen und Karten mit mir spielen? Ich verliere das immer, Leute. Die haben nämlich immer viel zu starke Karten, die Gegner. Ich finde das ziemlich gemein, ehrlich gesagt. Ja, der redanische Fußballer, kann ich den nicht wegwerfen oder so? Naja. Das ist schön, dass der beginnen darf. Kaiserreich Nilfgaard. Nee, ist Quatsch. Ich sterbe für Redanien, ich töte für Redanien. Nee, weg damit. Diese blöden Level 1 Karten, die bringen mir 0. Jetzt habe ich wenigstens mal eine ausgeglichene Truppe. Komm schon, hau raus. Aha. Ich bin am Zug. Wen spiele ich denn? Machen wir eine Belagerungswaffe? Nee, warte mal, was habe ich denn da? Das hier ist für Nahkämpfer. Und das hier ist für Fernkampf. Na gut, legen wir die mal ab, auch wenn es eine sehr starke Karte ist. Komm, spiel was Hohes. Ah, toll. Ich lock ihn mal aus der Reserve. Oh, das lege ich jetzt auch noch, weil ich habe noch ein Ass im Ärmel. Aha, toll. Darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gehofft. Aber ich führe trotzdem mit 12. Na, was machst du jetzt? Oh, natürlich spielt er sowas hier. Aber ich bin immer noch in Führung. Soll ich das für einen Nahkampf spielen? Nee. Ich passe einfach. Soll er ruhig noch was Starkes ausspielen, oder? Ah, das ist voll gemein. Ich könnte auch meinen Anführer einsetzen. Warte mal, das war extrem dichter Nebel, ne? Fernkampf auf 1. Dann mache ich das mal. So, bitteschön. Jetzt bist du nämlich richtig schlecht dabei. Die habe ich auch noch schon lange nicht mehr gespielt. Ja, du bist immer noch schlechter als ich, das weißt du, ne? Das weißt du. Ich werde jetzt noch die Nahkampfkarte ausspielen, oder? Aha. Und jetzt? Das wird ja wohl passen, schätze ich mal. Pfeife. Oh ne, nein! Nein! So ein Arsch. Was macht die nochmal? Die macht Fernkampf. Hast du auch wieder verloren, Kumpel. Jetzt hast du nämlich 11 und ich habe 12. Aha. Und ich habe noch viel mehr Einheitenkarten wahrscheinlich. Goddammit. Sollen wir noch Nahkampf spielen? Wer ist vielleicht? Na komm, das ist die schwächste Karte, die ich noch habe an Kampfkarten. Komm, jetzt passt doch endlich mal. Nee. Trotzdem. Hast zu wenig, Kumpel. Hast zu wenig. Komm, ich passe jetzt. Ist mir egal. Ich habe sowieso gewonnen, hoffe ich.
Der hat keine Karten mehr. Das erste gewinnt, was ich gewinne. Ich pack's ja nicht. Ja, ist schön für dich, ne? Das ist wunderschön für dich. Dann hast du halt mal gewonnen. Jetzt gewinne ich. Eine Karte hat er noch. Loser. Wir haben einen Loser. Ja. Wir haben einen Loser. Und gewonnen. Zing. Ach, ist das schön, wenn ich mal Überhand hab. Oh, ich darf sogar noch eine Karte ziehen. Zack. Komm, zack. 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 Ja, merkst du was, ne? Dankeschön. Danke, danke. Komm ich. 10 Kronen. Schluckst du die ganz runter? Ich schluck alles. Wie so eine Eierschlange. Oh, was? Deine Gegner. Hä? Ich dachte, da kommt noch was. Ich bin gesund, den Göttern sei Dank. Und abgesehen davon kann auch sie aus Steinen kein Brot passen. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Mein Gesicht ist wunderhübsch. Eine scharfe Zunge, aber sie hilft. Ich schicke ihn nochmal zur Hexe. Vielleicht kann sie ihm die Faulheit austreiben. Guten Tag, gute Frau. Guten Tag, Fremder. Kann ich dir helfen? Ach, sie ist aber nett. Ich müsste die Dorfhexe sprechen. Weißt du, wo ich sie finde? Mit der gebe ich mich nicht ab. Aber frag meinen Mann, der wird's wissen. Hat sich schlimm den Rücken verrenkt. Konnte sich kaum bewegen. Da habe ich ihn zur Hexe geschickt. Kam zurück wie ein junges Fohlen. Wo ist er? Bestimmt im Hof. Die Schmerzen sind weg, aber er ist faul geworden. Sollte eigentlich Preiselbeeren sammeln, um die Kleinen satt zu kriegen. Marinas Mann, der weiß, wie man seine Familie ernährt. Hat neulich ein paar Wasserratten gefangen. Haben für einige Tage gereicht. Mhm. Gut, dann sprechen wir mit dem Bauern. Warum geht der wohl zu einer Hexe, hä? Potenzmittelchen oder sowas? Hallo. Angeblich weißt du, wo die örtliche Hexe wohnt. Wer hat dir das gesagt? Deine Frau. Dumme Gans. Lass mich in Ruhe und hör nicht auf die alte Schnepfe. Wir haben seit Ewigkeiten keine Hexenheiler oder weise Frauen gesehen. Bist du sicher? Denk nochmal nach. Der Weg zu der Hexe? Ich sag's schon. Kennst du den kleinen Teich vorm Dorf? Von dort führt ein Pfad weg. Folge ihm bis zu einem Felsen. Um den musst du rumgehen und dann in den Wald. Such den alten Karren. Danke. Eins noch. Tu ihr bitte nichts an. Wir haben hier schon von deinesgleichen gehört. Meinesgleichen, das heißt? Nun, die Hexenverbrenner. Hier waren schon Hexenjäger? Nein, aber wir haben von ihnen gehört. Als ich dich kommen sah, mit Schwert und allem, da war mir klar, dass die Geschichten wahr sind. Ich bin ein Hexer, kein Hexenjäger. Was? Ist das denn nicht dasselbe? Nein. Nicht wirklich, ne? Hexer und Hexen, das ist ja schon irgendwie von der Wortart gleich. Aber das merkt er bestimmt irgendwann selbst. Keine Sorge. Ich werde eurer Hexe nichts tun. Oh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Sie ist noch nicht lange hier, aber sie ist unheimlich klug. Sogar was fürs Auge, wenn man auf schlanke Weiber steht. Danke für deine Hilfe. Leb wohl. Wenn man auf schlanke Weiber steht. Wahrscheinlich steht der auf so dralle Speckmäuse. Oh, so eine richtig geile Speckmaus, du. Ich könnte mal eine Schwalbe nehmen, dass ich... Ja, komm. Dein Teich soll ein großer Findling liegen. Aha. Im Teich. Wo ist er denn? Der ovale Stein. Der da? Da ist der Felsbrocken. Jetzt nach rechts und weiter bis zum Wagen. Okay. Oh. Oh nein, Neckar? Ja, das sind Neckar. Kein Mistiger. Oh, die gehen ziemlich schnell kaputt, das finde ich gut. Komm schon, kleiner Neckar. Komm, spring mich an. Komm. Ich werde bestimmt nicht die Initiative im Angriff ergreifen, oder? Au, gemeine Viecher. Ah, Mann. Die Monster hier, ne? Die sind sowas von flink. Kopf abhacken, so sieht's aus. Mach ich gar nicht lang rum jetzt.
Immer schön ins Kreuz. Naja, du Mistvieh. Wer war? Hier irgendwo muss die Hexenhütte sein. Ja, lecker Klaue, lecker Blut. Nehme ich alles gerne mit, dieses Zeug. Aha. Es gibt gut Geld, glaube ich. Wenn ich das verkaufe, dann habe ich da Spaß mit. Na gut, das Mutagen jetzt nicht so. Da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Oh, Häschen. Oh, nein. Ich wollte keine Bomben schmeißen, danke. Au, ich brenne. Nein, bleib doch mal stehen. Häschen. Häschen. Tut mir leid, wenn ich die Hasen abballern muss, aber... Ja, muss ich leider. Gib Fleisch und Fleisch ist nützlich für mich. Da. Nein. Hasenfell. Nee, ich möchte eigentlich lieber Fleisch. Eine Stunde rasten wir mal kurz für Schwalbe. Ja, ich muss halt echt ein bisschen langsam machen, was das hier angeht mit den Verbrauchsgütern. Das ist mein letztes Heilmaterial, deswegen werde ich das erstmal nicht essen. Oh, warte. Ah. Na, ich wollte den Hasen noch. Verdammt. Gute Frau. Die Kuh schnauft und steht schon nicht mehr auf. Der Eiter strömt ihr aus dem Maul. Sehe ich etwa aus wie eine Melkmagd? Nein, aber du weißt doch so viel. Das ist unsere letzte Kuh. Andere gibt's im Dorf nicht mehr. Die anderen sind verhungert oder mit den Soldaten verschwunden. Ohne sie sind wir praktisch tot. Ich gebe dir ein paar Kräuter. Misch sie mit Quellwasser, das um Mitternacht geschöpft wurde, und lass die Kuh davon trinken. Aber zuerst mistest du den Stall aus. Gründlich. Ist das klar? Vielen Dank, gute Frau. Tausend Dank. Schon gut. Genug jetzt. Mir reicht's für heute. Geht! Mhm. Wo ist der Hase? Sie hat schlechte Laune. Wir kommen lieber morgen wieder. Pass auf, was du sagst. Sie ist aufbrausend und rachsüchtig. Ich glaube immer den Kräutergarten ein bisschen leer. Da hat bestimmt nichts gegen. Aha. Das ist also deine Lösung, ja? Dass du die Frau begattest. Mal sehen, ob ich hier vielleicht was entlocken kann. Hallo, gute Frau. Vielleicht ist jemand zu Hause? Wo ist sie? Ist ja gar nicht da. Wo ist sie denn? Rezept für schwarzen Kajal. Aha, was soll ich mit Kajal stiften? Soll ich mich da etwas schminken? Schwarzer Kajal im Handumdrehen. Stehen keine professionellen Produkte zur Verfügung, kann man schwarzen Kajal aus zerstoßener medizinischer Kohle herstellen und die mit frischem Eigelb vermischt und mit etwas Lavendelöl versetzt wird, um die Schadstoffe fernzuhalten. Man lagere den Kajal etwa 3 Tage lang in einem kühlen Ort und stelle dann eine neue Portion her, da die alte gewiss verdorben ist. Die übrige medizinische Kohle nehme man zu sich, sie kann einem nur gut tun. Okay. Das ist eine Zauberin. Die machen sich sehr viel Sorgen um ihr Äußeres. Habt ihr vielleicht schon mitgekriegt. Edwin Greloffs erste Karte. Nachdem Professor Slavko Atimstein mich angeworben hatte, um in seiner Forschungsgruppe zu arbeiten, begann ich damit, die Greifenschule der Hexer zu studieren. Mein Ausgangspunkt war das Grab unter den Buckelhügeln. Der Professor behauptete, dies sei die letzte Ruhestätte des eines der Greifen und er wollte einen Weg hineinfinden. Ich entdeckte schnell einige mögliche interessante Orte, die allesamt mit einem Piktogramm in Form des Medaillons der Greifenschule der Hexer markiert waren. Ich habe diese Punkte auf der Karte eingetragen. Edwin Greloff, Assistent der Naturgeschichte an der Akademie von Ochsenfurt. Ich glaube, die haben wir schon gefunden, oder? Verfluchter Syphilis-Sohn einer Pockenhure. Ich habe die erste Karte, die ich für Professor Atimstein vorbereitet hatte, bei einer Partie Gwind verloren. Ich muss jetzt wieder zum Basislager beim Grab unter den Buckelhügeln zurück und von vorne anfangen. Bis dahin markiere ich weitere interessante Orte auf dieser Karte. Wie wäre es einfach, das Ding zu kopieren? Ich weiß ja nicht. Ja, die Greifenschule, bis ich das finde, du. Oh, da geht's runter. Wo ist sie denn hin? Ja, wo wohl? Die ist da runter, Geralt. Hm. Eine ordentliche Bibliothek hat sie da zusammengetragen. Was haben wir denn? Brief an Alexander. Wie es dir einfach nicht stört, dass ich hier in ihrer Bude alles durchsuche, ne? Das ist schon lustig.
Liebling, ich schreibe dir, weil du dich bestimmt sorgst, dass ich noch zornig bin. Aber das ist dumm. Du weißt doch, dass ich nie lange böse sein kann. Ich verzeihe dir. Es ist nur deine Geheimniskrämerei. Es ist denn so seltsam, dass ich mich für deine Seuchenforschung interessiere? Ich liebe dich, dir beim Arbeiten im Turm zuzusehen. Bitte gönne mir doch wenigstens dieses kleine Vergnügen, wenn du dich schon weigerst, die Resultate deiner Ergebnisse mit mir zu teilen. Deine Experimente mit mir zu besprechen. Wie komme ich darauf? Wenn Visserat dich morgen Abend nicht braucht, komm ich besuchen. Wir werden alles bei einem Glas Wein klären. Oder zweien oder mehr. Deine K. Okay. Was könnt ihr tun? Solchen Tanz sieht man in Velen selten. Mächtige Aura. Muss eine Art Artefakt sein, oder? Hier ist sie also verschwunden. Alles klar. Hier unten gibt es doch bestimmt auch noch was Nettes. Da hat sie wahrscheinlich ihre Zutaten. Ah, Gift der Erhängten. Gucken wir uns mal ganz kurz an. Dass die mich einfach hier so rumlaufen lässt? Ich weiß ja nicht. Gift der Erhängten, was ist das? Angriffskraft gegen Humanoide oder Bestien. Sehr gut. Zwergenschnaps. Rostiges Brotmesser. Warum hat hier unten so viel Kram rumliegen und auch noch so viel schlechten Kram dann? Alkohest, Bärenfett und Stahlblech. Sehr gut. Und eine Badewanne natürlich. Das ist ganz wichtig für Zauberinnen. Die sind immer sehr gepflegt und duften immer und, naja. Ich frag mich ja nur, welches ist mit K? K. Lass mich mal überlegen. Eine Zauberin mit K. Da fällt mir eigentlich nur Kirametz vielleicht. Ich weiß es nicht. Wie komme ich denn da hoch? Ich will da oben gerne das Zeug haben. Damit. Ne, ich glaube, da oben komme ich nicht ran an die Säcke. Ne, schade. Ist das Kirametz? Nee. Alter, gewisse. Ich gehe gerade die ganzen Namen ein bisschen durch. Die Hexen, die haben immer sehr ausgeschmückte Namen. Mit am schönsten finde ich eigentlich noch Francesca Finderbär. Amsel aus den Tälern. Mit Schneehase. So. Nett hier. Ich kann den Schneehase nicht töten. Den Hasen kann man nicht erledigen. Ich habe mich schon gefragt, wie lange du noch brauchst, Geralt. Ich bin oben. Nur herein. Okay. Kann ich die Häschen nicht erledigen? Häschen. Ernsthaft, die kann man nicht erledigen, die Häschen. Oh, das hier ist aber sehr fantasievoll. Sei gegrüßt, Hexer. Oh. Hast du was vergessen? Wo? Hoffentlich bist du nicht zum Gaffen da. Nein, zum Reden. Dreh dich um und warte. Kerametz im Herzen von Velen. Ich dachte, du kannst das Landleben nicht ausstehen. Ich kann dir versichern, jetzt noch weniger als je zuvor. Hab erfahren, dass in der Gegend eine Hexe lebt. Hätte nie vermutet, König Foltests frühere Beraterin hier zu finden. Bin ich froh, dass die Welt dich noch überraschen kann. Ich beneide dich um diese Naivität, die sonst nur Kindern, fahrenden Rittern und Schwachköpfen vorbehalten ist. Da ist wohl jemand ziemlich gereizt. Begrüßt man denn so einen alten Freund? Ich hab dich doch mit einem hübschen Anblick begrüßt. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Ihr habt sicher gemerkt, Leute, ich muss das zensieren, denn YouTube hat Probleme mit nackten Brüsten.
Köpfe abhacken ist okay. Ich kann auch Gegner in der Mitte zerteilen, aber Brüste sind leider viel zu hart für euch. Deswegen, ja. Also nicht rummeckern. Ich hab's halt ein bisschen ausgeblurrt. Ihr wisst Bescheid. Ich muss das tun, Leute. Sonst kann es sein, dass ich einen Strike bekomme. Und da habe ich echt keinen Bock drauf. Gibt es Neuigkeiten von deinen Schwestern aus der Loge? Nein. Heutzutage dürfen wir nicht viel über die anderen wissen. Ist sicherer so. Habt ihr nicht mal versucht, Kontakt aufzunehmen? Ich wollte es. Viele Male. Aber ich kann nie mit Sicherheit wissen, wer mir antwortet. Oder zuhört. Ich wette, du kannst dir die Frage denken. Was machst du hier? Lass mich nachdenken. Das Landleben genießen? Die schöne Landschaft bewundern? Oder das uralte Bündnis zwischen der Stadt und ihren Kornkammern fördern? Nein, ich verstecke mich, Geralt. Merkst du nicht, wie es um die Welt bestellt ist? Siehst du nicht, was passiert? Du meinst die Verfolgung der Magier? Genau das meine ich. Radovids neuer Zeitvertreib, jeden zu verfolgen, der auch nur einen Hauch von Magie besitzt. Hexenjäger, schon gehört? Mörder, die den ganzen Norden durchstreifen, Bücher verbrennen, Wahrsager aufknüpfen, Kräuterkundler foltern. Wie fühlt es sich an, die Dorfhexe zu sein? Schrecklich. Ist es nicht großartig, den grenzenlosen Respekt und das Vertrauen der Bauern zu genießen? Sie würden jeden respektieren, der Hämorrhoidensalbe herstellt. Du bist schon länger hier, nicht? Lang genug, um allmählich zu verrotten. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich diesen Ort verabscheue. Du hast dir einen seltsamen Ort als Versteck ausgesucht. Nicht ausgesucht. Im Norden machen Radovids Männer Jagd auf Zauberinnen, als sei es ein Kinderspiel. Nilfgaard kontrolliert den Süden. Wohin sollte ich fliehen? Der Imperator hält die Magier an der kurzen Leine, aber er lässt sie leben und ihrem Handwerk nachgehen. Radovid und Emhyr unterscheiden sich in allem, außer in einer Sache. Sie hassen die Loge der Zauberinnen zutiefst. Und ich war ihr Mitglied. Die Loge... Ja, die Loge besteht ursprünglich nur aus Zauberinnen, die sich für die Interessen der Magie einsetzen, also fernab von Politik und eben auch gegen die Könige und die Adelsgeblüte quasi. Sie setzen sich wirklich nur dafür ein, dass die Magie bestehen bleibt und Nilfgaard versuchte die Magie auszurotten. Allerdings befanden sich in dem Rat auch noch zwei Zauberinnen aus Nilfgaard und das ist dort ein Novum, denn Nilfgaard akzeptiert eigentlich keine Zauberinnen. Warum diese dabei sind, weiß ich jetzt auch nicht ganz. Also generell in Nilfgaard, nicht in der Loge. In der Loge ist es ja klar, weil aus jedem Gebiet müssen einige Zauberinnen dabei sein. Dabei sind unter anderem auch Triss und Yennefer. Doch Yennefer ist, glaube ich, damals geflohen von Tanet. Oder beziehungsweise ich werde später darauf zu sprechen kommen. Ich will jetzt erstmal weitermachen. Entschuldigung, diese Einwürfe, aber ich finde, das muss manchmal. Zu einem anderen Thema. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ach, wirklich? Nach wem? Na, Ciri natürlich. Cirilla, die Kleine. Angeblich hat sie sich mit einer Hexe vor Ort gestritten. Da hatte jemand einen Bären aufgebunden. Die Mädchen hier würden es nie wagen, sich mit mir zu streiten. Sie ist nicht von hier. Du führst was im Schilde, Geralt. Wenn ich dir helfen soll, musst du mir sagen, was los ist. Wen suchst du? Ciri. Ciri? Tja, dann verstehe ich die Geheimniskrämerei. Ganz zu schweigen vom Grübeln und dem finsteren Ausdruck. Und du sagst, dass sie ein Problem mit einer Hexe hatte. Du hast sie also nicht gesehen? Ganz bestimmt nicht. Aber jemand hat mich nach einer aschblonden Frau gefragt. Er hat betont, dass sie sich von den Bauern hier unterscheiden soll. Wer war das? Nicht so schnell, Geralt. Keine Bitte? Keine milde Gabe für eine Hexe? Meine immerwährende Dankbarkeit. Reicht das? Das ist nicht zu verachten. Aber du gerätst gerne in Schwierigkeiten. Ich sollte wohl lieber etwas verlangen, das du mir sofort geben kannst. Ach, verdammt. Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass wir von Ciri reden. Es war ein Elf.
Der, der nach Cirilla gefragt hat. Kein räudiger Skoyatel-Chaot, sondern ein Elfenmagier. Was hatte denn ein Elfenmagier in Velen zu tun? Nun, ich habe ihn natürlich alles Mögliche gefragt. Natürlich. Aber du weißt ja, wie Elfen sind. Er hat viel mehr Fragen gestellt als beantwortet. Hat er dir seinen Namen gesagt? Nein, hat er nicht. Und er trug eine Maske. Sehr geheimniskrämerisch, aber er gefiel mir. Er war intelligent und wusste sich zu benehmen. Hat er gesagt, was er von Ciri wollte? Nur, dass sie sich in Velen treffen wollten. Er wollte wissen, ob sie vor ihm angekommen war. Hat er eine Nachricht für sie hinterlassen? Nein, aber er wollte, dass ich sie zu ihm führe, wenn ich sie treffen sollte. Du weißt also, wo er zu finden ist? Ja. Er sagte, er hätte in irgendwelchen Elfenruinen beim Dorf Mittelhain einen Unterschlupf gefunden. Ich gehe mit dir hin. Warum? Meinst du, alleine finde ich es nicht? Ich habe mit dem Elf noch eine Rechnung offen. Er hat mir etwas versprochen, was er mir nicht gegeben hat. Außerdem weiß ich, dass du denkst wie ich, dass sie dort sein könnte. Und ich würde Cirilla auch gerne sehen. Brechen wir auf. Ja, los geht's. Warum Zeit verschwenden? Die gute Kerametz. Alte Freunde? Ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass Geralt und sie alte Freunde sind. Da wären wir. Warst du schon mal hier? Nein. Ich hatte gehofft, der Elf würde zurückkehren, wie er versprochen hat. Oder wenigstens sein Mündel. Ich habe jedenfalls keine Ahnung, was ich von diesem Ort erwarten soll. Nun, finden wir es raus. Okay. Na los! Sagen, ja, finden wir das raus, Leute. Aber nicht mehr dieses Mal. Ich meine, es ist zwar noch ein bisschen Zeit, aber... Oh, ich bin Level 5. Dann kann ich ja meine neue Klamotte anziehen. Guck mal, wie schön. Klups. Okay, die Farben gefallen mir so gar nicht. Aber das muss es ja auch nicht. Nee, weil wenn ich jetzt weitermache, das macht keinen Sinn. Wenn ich da noch großartig rumsuche und dann noch mehr überziehe, das ist dann immer ein bisschen viel. Außerdem rendert das Ding ewig. Ihr glaubt gar nicht, wie lange das rendert. Es dauert so lange, da muss man warten. Ja, Leute, ich würde sagen, lasst mir doch ein bisschen Liebe da. Schreibt mir eure Meinung. Wie findet ihr Kira? Die Zauberinnen sind ja allesamt sehr nett anzusehen, möchte ich mal sagen. Aber seien wir gespannt, wie es weitergeht, wie sich die Geschichte entwickelt. Ich würde mich sehr freuen über ein bisschen Feedback, über Liebe und wenn ihr wieder einschaltet zu The Witcher 3 Wild Hunt.